Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute letzte Station meiner recht langen Deutschlandreise und angekommen fast in der Heimat. Camping Seeshaupt, ganz am südlichen Zipfel des Starnberger Sees. Ein ziemlich schicker Platz. Und was der kann und warum ich immer noch nicht rasiert bin, naja, das erzähle ich dir in diesem kleinen Video. Auf geht's! So, entspanntes Anfangen, entspannte Anfahrt. Kommst von da oben runter, zirp, stellt sich kurz her. Da vorne in diesem grünen Jalousie behangenden Office ist die Rezeption. Da einmal reingehüpft, angemeldet, Motorrad vorbeifahren lassen und kriegst eine Chipkarte, einmal für die Schranke. Dann fährst du rauf. Und ich sag's vorweg, die komplette Anreise bis auf Parzelle ist tatsächlich entspannt machbar. Gute Wege, breite Wege, so will man das. Apropos, warum bin ich nicht rasiert? Ich dachte, wenn Vagabundenreise, dann nur richtig. Ich rasiere mich nachher zu Hause. Kommt weiter. So, pass auf, und wenn wir so ein bisschen weiterlaufen, erzähle ich dir schon mal was. Dort einmal Bereich der Dauercamper, gibt es jetzt, wenn ich nicht lüge, 61 Stück. Und auf der rechten Seite der Bereich für die Touristencamper, so wie mich zum Beispiel, 69. Also ungefähr halb-halb. Was ich tatsächlich ganz schick finde, ist, dass man es ein Stück weit aufgeteilt hat. Weil ich fühle mich immer so ein bisschen verloren, wenn ich in so einer langen Reihe stehe von Dauercampern. Und die sind alle nicht da und dann stehe ich da so ganz alleine. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal in Schlaf geweint. Das ist doof. Das finde ich hier ein bisschen charmanter gelöst. Übrigens gelöst hier vorne einmal dann noch der Bereich für die Müllentsorgung und gleich zeige ich dir etwas. Chemietoilettenentsorgung finde ich richtig cool. Ist kein Automat, da sagen ja manchmal auch Leute, oh, ist doof, Geld reinwerfen. Hier ist eine manuelle Entleerung, aber geiler als sonst. Zeige ich dir gleich. Wir laufen mal weiter. So, Reze. Ja. Angemeldet. Ich sage es übrigens vorweg, was ich ganz cool finde, will ich auch gar nicht darüber diskutieren, die Corona-Maßnahmen, Auflagen, die werden hier echt recht stringent umgesetzt. Das habe ich auf den Plätzen in den letzten Wochen nicht immer so gesehen. Also manchmal dachte man sich, oh, eigentlich ist wie immer, Leute rennen rein und raus und ohne Mundschutz und hier wird sich tatsächlich gut dran gehalten. Und das ist halt so. Und wo man sich zum Beispiel dran hält, ist natürlich im Sunny-Gebäude. Das muss ich dir gezeigt haben, weil da gibt es eine Besonderheit, die ich gestern schon intensivst genutzt habe. Aber ich bin ein bisschen schwermütig. Es war so schön, aber was soll ich dich damit belasten? So, da ist es, das Sunny-Gebäude. Und gleich ganz vorne ist die Spülküche. Von früh bis abends geöffnet. Und jetzt pass auf, jetzt gucken wir mal, ob da jemand drin ist. Sieht gut aus. Jawohl, ja. Und das ist das, was ich sagte. Also gesperrt, Corona-Auflagen. Dürfen nur zwei Personen hier drin sein. Und jetzt kommt's. Geschirrspülmaschine hochprofessionell. Läuft irgendwas bei, weiß ich nicht, knapp 5 Minuten. Ich habe sie gestern genutzt. Super. Geschirr wird sauber und kostet nichts. Ziemlich geil. Und hier ist auch noch die Möglichkeit, ein bisschen was Essen warm zu machen, wenn du im Zelt zum Beispiel da bist oder keine Küche hast oder was auch immer. Und was du auch machen kannst, Wäsche waschen, Wäsche trocknen. Muss ja auch mal sein. Weiter. Das richtige andere Sunny, wo man sich selbst wäscht. Das kommt jetzt. So, einmal am Haus dran vorbeigeschossen. Eingang Sunny, gerade wieder Corona, Ausgang hinten. Also One-Way Street. One-Way Direction. Wie sagt man denn? Weiß ich jetzt auch nicht. So, pass auf. WC Herren. Gucken wir mal. Auch hier nur 3 Leute gleichzeitig. Ein Waschbecken gesperrt. Zack, Bums. Toiletten auch gesperrt. Das ist doof, zeige ich dir dann gleich. Und zwar folgendermaßen. Sind immer 2 dicht. So, morgen sind die beiden offen, die gesperrt und dann werden die desinfiziert. Das muss ich dir gleich noch mal kurz gezeigt haben. Ja, aber jetzt suchen wir noch mal kurz raus. So, und jetzt siehst du es schon, Profi-Auge, ja, geübter Blick. Duschen kostet Geld. Eine Münze 50 Cent. 50 Cent, eine Münze gleich 5 Minuten. Also wenn du Langduscher bist, brauchst du 2. Musst du daran denken. So, Besonderheit, hier werden die Schuhe ausgezogen, damit man es hier drin sauber hat. So, pass auf, Dusche, Dusche, Dusche. Jetzt gucken wir mal, ob eine frei ist. Und so sieht das dann aus.
Hast du den Münzeinwurf direkt beim Duschkopf. Oben siehst du, wie viel Zeit. Start, Stopp, die Zeit bleibt stehen beim Einschäumen. Und einen ordentlichen Strahl, hier die Möglichkeit, Dinge hinzuhängen, hinzulegen. Hervorragend, oder? So, andere Seite wieder rausgehüppelt. Gehen wir einmal rum. Und dann zeige ich dir mal den Chemietoilettenausguss. Zack, Lappen wieder runter. Das ist ein richtig gutes Ding. Also macht jetzt trotzdem keinen Spaß. Es wird nicht mein größtes Hobby. Aber es ist deutlich geiler, als man es kennt, wenn man es in so eine Schüssel reinfeuern muss. Dann stinkt das ja immer so. So. Gegenüber von Reze und Sunny siehst du schon, hier einmal die Entleerung Wohnmobil Grauwasser und hier direkt Toilettenentsorgungsstation. Klappst den Rüssel von deiner Kassette aus, steckst ihn rein, drückst drauf, oben auf den Knopf, dass das mit der Entlüftung klappt und dann flutscht der ganze Driss darin. Dann spülst du einmal nach, dann spülst du hier einmal diesen ganzen Piddle-Paddle. Das Geile ist, wenn du den Rüssel da reinsteckst, stinkt das nicht so. Habe ich gerade gemacht. Es war super. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Normal und Automat, oder? Hier übrigens auch die Auffüllstation für Wasser, für Wohnmobile. Muss ich mal gucken, was das kostet. Das interessiert dich im Zweifelsfall. Wasser ist kostenlos, kostet nichts. Das ist doch super. Würde ich hier duschen. So, apropos. Zack, Lappen wieder weg. Jetzt gucken wir uns noch mal die Parzelle an. Ja, wie ist das so mit Wasser und Strom und überhaupt? Ach, und bevor ich das vergesse zu erwähnen, es gibt ja auch Leute, die sagen, Campingplatz geil, ich habe aber kein Gefährt. Es gibt ja auch diese kleinen Hütchen. Übrigens, Hütchen, wirst du jetzt wissen wollen, was die kosten im Zweifel? Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich verlinke dir den Platz unten wieder in der Videobeschreibung. Ist doch logisch. Und da wirst du alle weiteren Informationen finden. Eine kann ich dir aber noch geben, nämlich, es kostet ja Spaß. Ach Quatsch, ja, das kann ich dir auch gleich sagen. Ich sag dir gleich, was ich bezahlt habe. Nee, was ganz anderes wollte ich dir jetzt gerade gesagt haben, nämlich, wann hat denn der offen? Immer? Nein, hat er nicht. Im Winter, hat Chef vorne erzählt, mit dem habe ich mich gerade kurz ein bisschen unterhalten, im Winter ist hier relativ tot. Er sagt, tags, also im Sommer fahren da oben an der Straße viele Autos, im Winter kannst du dich da hinlegen, wirst nicht überfahren. Oh, jetzt wird die Hecke geschnitten, pass auf. Geöffnet von Anfang April bis Anfang Oktober. Danach ist hier Schicht im Schacht. Und jetzt siehst du es schon, pass auf. Parzellen finde ich persönlich echt cool gelöst. Ich zeige es dir mal an einer leeren. Paulchen ist schon wieder am Aufpassen. Super machst du das, Paulchen, super. Echt ganz schön große Parzellen. Ja, guck mal, Parzelle, Parzelle, Parzelle. Riesengroß, teils Rasen, teils Schotter. Und die Abtrennung der Parzelle ist aber nicht so unfassbar hoch gewachsen. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil das dann so jeder für sich. Hier kannst du mal über die Hecken einen netten Schnack machen. Habe ich gestern auch schon über welche kennengelernt. Alles cool. Und Strom, das zeige ich dir bei mir, okay? Komm. So, durch diese hohle Gasse muss er kommen. War somit der kürzeste Stromversorgungsweg ever. Also siehst du, Parzellen sind gut mit Strom versorgt. Das ist hervorragend. Wasser findest du nicht direkt so auf jeder Parzelle, aber in absoluter Laufweite zeige ich dir auch, wo mein Wasserabholpunkt wäre. Da. So, da hast du. Also easy beasy, oder? Finde ich. So. Ah ja, da muss ich dir noch was Wichtiges zeigen, falls du Hundebesitzer bist. Und dann kommen wir zum Preis. Einverstanden? Wir laufen mal Richtung See. Auf geht's. Weil, ist ja ganz klar, wenn wir schon am Starnberger See sind, das ist ja auch einer der schöneren, machen wir uns nichts vor. Und vor allem guckst du hier quasi von Süden aus Richtung Norden, so erstmal fast über den ganzen See. Aber was du noch gucken kannst, ist, dü-dum. Scheiße. Hier ist halt so absolutes, totales, Kinder dürfen spielen, Hunde nicht. Die dürfen hier nicht mal sein, nicht mal an der Leine. Das ist Kacke. Weißt du, gerade wenn du so einen hast wie ich mit Paul, der gerne im Wasser ist. Ich kann es verstehen, aber trotzdem wollte ich es dir gesagt haben. Also wenn du auch so eine Wasserratte hast wie den Paul, ja, weiß ich nicht. Dann weiß ich es echt nicht. Wenn du sagst, nee, komm, Hund haben wir gar nicht. Ich habe nur Kinder. Also nur in Anführungsstrichen. Oh nein, kein Shitstorm. Dann ist das hier super. Aber du darfst die Vögel nicht füttern. Und ansonsten siehst du selber schon, wie klar das Wasser ist. Also Starnberger See ist schon echt eine coole Location. Du bist nah an München. Du kannst hier super viel machen. Du kannst auch mal nach Peißenberg fahren, zu Gérard. Ist auch nicht so weit. Da war ich gestern am Vorbeifahren auch noch mal ganz kurz angehalten. Also hier ist schon cool. Da hast echt Platz. Hier kannst du schön liegen. Da hast du noch so eine kleine Cocktailbar-Lounge. Ein LKW, der vorbeifährt.
Aber Hunde? Nein, ist nicht. Wenn du aber sagst, naja, aber ich fahre da trotzdem hin, aber irgendwann muss der Hund ja auch mal ein bisschen Bewegung kriegen. Raus aus dem Campingplatz und dann links laufen. Wenn du rechts läufst, das ist totaler Scheiß, da sage ich es, wie es ist, dann gehst du auf den Bürgersteig an dieser Straße entlang. Da fahren dann echt viele Autos zu Stoßzeiten. Es ist echt schmal und da kommen auch noch Fahrradfahrer. Ey, das ist uncool. Geh raus, geh links und dann kannst du in so einen Waldweg reinlaufen. Und dann läufst du tatsächlich irgendwo da hinten so rum. Und das ist okay. Ja, das ist okay. Da müsst ihr von der Straße weg. Und da kann man auch ein bisschen, zumindest ein bisschen schnüffeln. Baden nicht. Aber weißt du, was wir können? Wir können jetzt wieder reingehen und erzähle ich dir noch was über den Preis. Ah, ein kurzes Fazit, oder? Und dann ist Ende Gelände für den Moment. Irgendwann geht es schon weiter. Aber erstmal wieder ab zum Wohnwagen. Ein Drama. Totales Desaster. Die letzte Sequenz einfach weg. Putsch hat sie gemacht. Ich weiß nicht warum. Also, machen wir das Fazit und den Preis, den machen wir einfach schnell so. 38 Euro habe ich bezahlt. Das ist natürlich schon etwas teurer als so im Schnitt meiner kleinen Reise, aber es ist ja auch der Starnberger See. Grundsätzlich super Platz, also echt schön, sauber, modern. Mit Hund und dem Badeverbot am Starnberger See, das ist natürlich eher schade. Da kann aber der Betreiber nichts dafür. Das ist halt so am Starnberger See. Da mag man vielleicht lieber dicke Autos als Hunde. I don't know. Also sorry, war nur eine Mutmaßung. Und nichtsdestotrotz sage ich, ein richtig schöner Platz. Kann man auf jeden Fall mal hinfahren, wenn man sich bewusst ist, dass das mit den Hunden so ein bisschen anspruchsvoll ist, gerade wenn es so richtig heiß wird und der Hund dann eben nicht ins Wasser darf. Und es kostet natürlich einen Taler mehr als, ich sag mal, auf diesem Campingplatz in der Nähe von Ludwigshafen, Mannheim, wo ich war. Also dreimal so viel. Ob es dreimal so schön ist? Naja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber zumindest habe ich dir so ein bisschen was zeigen können und ich sage natürlich auch danke, dass du dir die Zeit für dieses kleine Video genommen hast. Und jetzt sage ich, bis zum nächsten Mal, meine Reise ist vorbei, zumindest diese Reise ist vorbei. Die nächste kommt bestimmt und dann nehmen wir die Kamera auch wieder mit und dann heißt es auch wieder herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Jetzt bin ich weg und sage hasta luego, Paris, Athen, auf Wiedersehen, dein Stefan. Ciao.